Ich habe hier ein Ticket für den Shanghai Magnet Train. Das ist der schnellste Zug der Welt. Der fährt regulär mit 431 Stundenkilometern. Ich fahre heute zum Flughafen nach Shanghai und es geht jetzt nach einer 2-monatigen China-Tour zurück nach Deutschland. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem und ich habe es gerade noch geschafft. Im Zug, der fährt in einer halben Minute ab. Ja, wir sind jetzt gerade am Bahnhof. Hier in Shanghai in der Innenstadt. Und die Fahrt dauert voraussichtlich etwa 7 Minuten. Geht los, also der Zug, das ist eine Magnetschwebebahn. Und die fährt nur jeden Tag früh und abends jeweils für eine Zeitdauer von einer Stunde mit einer Geschwindigkeit von 430 km/h. Den Rest des Tages fährt die nur mit etwa 300 Stundenkilometern. Wir haben jetzt schon 80. Ja, die Bahn, die schwebt sozusagen auf Elektromagneten. Und dieses System wurde, also ursprünglich wurde geplant, die Bahn in München zu bauen. Aber das hat man abgelehnt und dann hat die Stadt Shanghai beschlossen, eine Magnetschwebebahn zu bauen. Und dann hat Siemens die Bahn hier in Shanghai gebaut. Wir sehen hier, hinter uns ist eine Anzeige über die Geschwindigkeit, die wir gerade haben. Also wir sind jetzt schon mit 180 unterwegs. Also der beschleunigt auch relativ schnell. Also das ist jetzt live kein Schnitt, sondern es ist etwa 220 km/h. Also das. Braucht etwa 12 bis 13 Kilometer, um auf die Geschwindigkeit von 430 km/h zu beschleunigen. Dann hält er die für ein paar Sekunden, eine Minute etwa, und dann beginnt er schon wieder abzubremsen, weil er am Flughafen ankommt. Ich glaube, wenn man sieht, wir haben jetzt etwa 300 Stundenkilometer. Das ist wirklich der schnellste Zug, dem ich je gefahren bin.
ist nämlich entspannt in 7 Minuten zum Flughafen nach Shanghai, aus der Innenstadt. Mit der U-Bahn würde es etwa eine Stunde dauern. Dafür kostet das Ticket hier auch 50 Yuan gerechnet knapp 7 Euro. Während das U-Bahn-Ticket mit 7 Yuan nicht mehr 1 Euro kostet. Ja, wir sind jetzt auch schon fast am Flughafen Pudong angelangt. Wir haben jetzt 9.52 Uhr. Zug hat genau 7 Minuten gebraucht. Ich muss jetzt auch raus, mein Flieger geht in einer Stunde. Also dann bis Deutschland.